Ja, was da los, hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Tobi Ballets zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Video von mir. Und heute gibt es das lang ersehnte Video, meine Meinung über das beste Gaming-Headset. Was kann ich euch empfehlen, was ist meiner Meinung nach einfach ein gutes Gaming-Headset und was ist für ein gutes Gaming-Headset relevant? Ja, ich habe schon, ja, glaube ich, vor 3-4 Wochen mal erwähnt, dass ich so ein Video machen wollte. Und ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis das Video endlich gekommen ist. Und ja, bevor sich gleich die ganzen Leute fragen, was habe ich hier eigentlich so für ein freshes Headset auf, das ist das Sennheiser PC363D, hat 230 Euro gekostet, ich habe es von Amazon geholt und ja. Zuerst gleich mal vorab, ich werde euch heute kein Headset empfehlen, dir werde ich kein Headset empfehlen, ich werde euch nur Empfehlungen geben, was vielleicht für dich relevant werden kann, um ja, was du beachten sollst, wenn du dein eigenes Headset findest, denn das Headset, das vielleicht für dich am besten geeignet ist. Denn ja, es gibt sicher irgendwelche Leute da draußen, ich kann jetzt ein 500€ Headset empfehlen, das das beste Headset ist, was es gibt. Und da gibt sicher jemanden da draußen, der kann sich das nicht leisten. Ich könnte mir das auch nicht leisten. Und für den ist das dann natürlich nicht das beste Gaming-Headset. Und es gibt dann wieder Leute, die wollen ein Headset an 50€, das beste Gaming-Headset. Wenn ich jetzt im Video ein 50€ Headset empfehle, dann sagt irgendjemand, Alter, was mache ich mit einem 50€ Headset, da gibt es sicher ein besseres. Und ja, da gibt es jetzt im Prinzip 6 Punkte, die wirklich relevant sind für ein Headset, was ich euch empfehlen kann, dass ihr euch ja abwägt, was, welche Punkte sind für euch am wichtigsten, wie wichtig sind diese Punkte und dann euch nach diesen Punkten ein Headset aussucht. Erster Punkt ist gleich mal der Komfort vom Headset. Ich habe ein sehr, sehr leichtes Headset, also das ist wirklich ziemlich, ziemlich leicht und für mich ist es einfach wichtig, ich sitze teilweise wirklich den ganzen Tag vorm PC, den ganzen Tag in Teamspeak. Und es ist natürlich wichtig, dass das Headset extrem leicht ist und angenehm sitzt, dass es nicht an den Ohren irgendwie wehtut, dass es hier oben nicht wehtut und dass ich irgendwie dann nach ein paar Stunden da sitze, oh fuck, meine Ohren schmerzen so oder keine Ahnung, was auch immer. Deshalb ist der Komfort meiner Meinung nach für mich ziemlich wichtig. Jetzt müsst ihr abwägen, wie oft habt ihr das Headset am Tag auf, wie lange habt ihr es auf, wie wichtig ist euch Komfort. Wenn euch jetzt ein Komfort nicht so wichtig ist, dann könnt ihr sicher ein Headset nehmen, das irgendwie so bram, so wirklich ein fettes Headset, das schwer ist, dann ist euch das natürlich scheißegal. Dann ja, gibt es vielleicht ein Headset, das billiger ist und besser ist als dieses, aber naja. Dann, das wie gesagt, ist der erste Punkt, Komfort. Zweiter Punkt, Audio. Was hat das Headset für einen Sound? Hat es so einen 7.1 Surround Sound oder hat es nur einen ganz einfachen, keine Ahnung, wie heißt der Standard Sound da, keine Ahnung, weiß der Teufel auch, wie auch immer, ein Stereo Sound, einen ganz normalen, ohne Dolby Surround Sound. Wie wichtig ist euch Sound, wichtig ist euch zum Beispiel, dass ihr Gegner hören könnt, also zum Beispiel Soundhuren wie in einem Ego-Shooter, wie bei Call of Duty, oder zockt ihr zum Beispiel nur LOL oder so und das Ganze nicht so wichtig, da braucht ihr zum Beispiel keinen 7.1 Surround Sound. Das müsst ihr natürlich in dieser Hinsicht abwägen, wie wichtig ist euch Sound. Und ja, wenn ihr da im Internet nachguckt, da gibt es über jedes mögliche Headset ein Review und da steht ja, okay, der Sound ist bei diesem Headset so und so, bei diesem so und so. Und ja, da gibt es auch wirklich gute Empfehlungen. Und ja, das ist dann Punkt 2, wie gesagt, Punkt 2, halt dein Handy. Was ist jetzt in letzter Zeit immer mit dem Handy los, wenn ich ein Video mache? Punkt 2, wie gesagt, ist Audio, dann Punkt 3 ist Mikrofon. Für mich war bei meiner Auswahl des Headsets das Mikrofon enorm wichtig, ganz einfach deshalb, denn ja, ich mache viele YouTube-Videos und manchmal, wenn ich mit wem anderen ein Video mache und ich nehme nicht auf, dann habe ich natürlich hier nicht mein riesen Rode NT1A-Mikrofon, das natürlich besser ist, aber deshalb habe ich mir natürlich auch ein Headset gesucht, das ein richtig gutes Mikrofon hat und ja, das ist einfach beim Sennheiser PC363D der Fall gewesen und deshalb habe ich mir dieses Headset ausgesucht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Minecraft-Folge mit Supreme oder so aufnehme, da bekommt er natürlich nicht meinen Rode NT1A-Sound, weil ich da das Headset auf habe und dann nehme ich ganz normal mit dem Mikrofon auf. Ganz easy und deshalb ist das der dritte Punkt, Mikrofon. Wie wichtig ist euch Mikrofon, wie oft kommuniziere ich mit anderen Leuten, wie wichtig ist da wirklich gute Qualität. Denn bei den meisten Headset gibt es wirklich eine schlechte Mikroqualität und ja, das kennt ihr sicher bestimmt da draußen alle. Punkt Nummer 4 ist dann das Design. Wie wichtig ist euch, dass das Headset wirklich ganz geil aussieht, gutes Design hat? Zum Beispiel für mich ist das natürlich ganz besonders auch wichtig. Ich muss ja das Headset einmal in den Videos herzeigen und ja, ich will jetzt nicht so einen Teil haben, wo ich dann irgendwie nur noch so einen kleinen Kopf habe, weil das Headset so riesig ist. Das muss natürlich auch fresh aussehen, ganz cool aussehen, das Headset. Und ja, das ist dann Punkt Nummer 4, war das, glaube ich, das Design des Headsets. Punkt Nummer 5 ist dann, welche Anschlussmöglichkeiten habt ihr? Ich habe zum Beispiel das Headset, kann man eigentlich nur an einem PC anstecken, denn ja, es geht zuerst in quasi diesen 7.1 Prozessor rein oder Dolby Surround
Dingsbums, Umwandlereien, wo man dann so einen Schieber hat und auf 7.1 umstellen kann. Und dann über ein USB in den PC rein, das kann man natürlich auf der Konsole schlecht anstecken, weil da braucht man dann diese 3,5 mm Klinkenanstecker oder so. Hätte ich jetzt zumindest geglaubt, ich bin kein Konsolenzocker. Auf jeden Fall ist natürlich die Frage, wie wichtig sind die Anschlussmöglichkeiten? Es gibt Headsets, die kann man auf dem PC und auf der Konsole gleichzeitig anstecken. Und ja, da müsst ihr dann natürlich auch abwägen, ob ihr da wirklich das richtige Headset habt. Es gibt sicher Headsets, die nur für die Konsole geeignet sind und ihr seid nur Konsolenzocker, dann wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ihr euch ein Headset holt, das für eine Konsole geeignet ist. Und ja, ich habe es zum Beispiel so gelöst, ich zocke ja auch manchmal auf die Xbox One hier Call of Duty Ghost, da ist natürlich Soundhuren auch enorm wichtig. Wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe dort auch 7.1 Sound und ich habe mir hier von... Ich habe hier das Gerät da, ich glaube, ich bringe das sogar hoch. Jawohl! Ich habe hier von Turtle Beach den Dolby Surround Prozessor um 60 Euro noch zusätzlich von Amazon geholt. Und ja, dann kann ich jetzt mein Headset an der Konsole auch anstecken mit 7.1 Sound und kann auf der Konsole Sound tun und kann es gleichzeitig auch noch auf dem PC anstecken und gleichzeitig mit Horden oder so im Teamspeak sein und dort irgendwie rumlabern. Und das ist extrem geil und so habe ich das Ganze gelöst. Ich habe im Prinzip ein PC-Headset. Kann aber damit genauso gut auf der Konsole Sound holen, weil ich hier diesen Dolby Surround Sound Prozessor von Turtle Beach um 60 Euro geholt habe von Amazon. Und ja, so habe ich das einfach gelöst. Jetzt habe ich quasi ein PC-Headset, das für Konsole möglich ist. Und ja, das ist dann Punkt Nummer 5 gewesen. Anschlussmöglichkeiten, inwiefern kann ich das Headset wo anstecken und an wie vielen Sachen gleichzeitig. Dann kommt Punkt Nummer 6, und der war für mich auch ganz wichtig, ist das Headset ein offenes Headset oder ein geschlossenes Headset? Das bedeutet einfach, wenn ich das Headset aufhabe und meine Mutter steht hier neben mir, höre ich die dann noch oder nicht? Das ist dann so eine Frage, wenn ich ein geschlossenes Headset habe, dann werde ich die ziemlich schlecht hören, denn ja, ihr kennt das sicher, dann hat man da irgendwie so einen abgeschlossenen Raum und hört nur noch die Game-Sounds und von der Außenwelt relativ wenig. Ich habe mich für ein offenes Headset entschieden, denn ich hasse das einfach, wenn zum Beispiel dann irgendwie meine Mutter neben mir steht und ich zocke und bekomme überhaupt nichts davon mit und dann macht die Mutter dann die oder keine Ahnung, die labert dann die ganze Zeit was, ich höre die nicht und die ganzen Leute im Teamspeak hören die dann, also es ist richtig beschissen. Deshalb habe ich mich natürlich für ein offenes Headset entschieden und ja, das sind im Prinzip die 6 Punkte, ich werde es jetzt nochmal kurz aufzählen. Punkt Nummer 1, Komfort. Headset, wie lange habe ich das auf, wie bequem muss das sein? Punkt Nummer 2, Sound. Wie wichtig ist mir Sound, Soundhören und so weiter und so fort. Punkt Nummer 3, wie wichtig ist mir das Mikrofon? Ich muss viel labern, labert ihr viel, seid ihr viel mit Kollegen im Teamspeak und so weiter und so fort. Macht ihr vielleicht auch Commentaries, wie wichtig ist euch das Mikrofon? Punkt Nummer 4, wie wichtig ist euch das Design? Wie gesagt, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal öfter im Video zu sehen. Da ist natürlich Design für mich enorm wichtig. Punkt Nummer 5, was habe ich für Anschlussmöglichkeiten beim Headset? Wo kann ich es überall anstecken, am PC und an der Konsole gleichzeitig? Punkt Nummer 6, ist es ein offenes oder geschlossenes Headset? Und ja, das sind im Prinzip alle die Punkte, die ihr da draußen beachten müsst, um euer bestes Gaming-Headset zu finden. Und ja, wägt euch einfach ab, ist euch jetzt Komfort nicht so wichtig, dann braucht ihr vielleicht kein so ein ultraleichtes Headset, wie ich hier habe, um 230 Euro. Ihr seht euch die Anschlussmöglichkeiten scheißegal, weil ihr nur auf dem PC zockt, dann braucht ihr euch zum Beispiel keinen Dolby Surround Sound Prozessor um 60 Euro kaufen, um damit gleichzeitig auch auf der Konsole zocken zu können und dort Sound hören. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt vielleicht noch kurz ein kleines Review über mein Headset. Ich habe, wie gesagt, das PC 363D von Sennheiser. Sennheiser, natürlich deutsche Marke, gute Qualität, kann man fast sagen. Immer, kennt ihr doch alle. Und ich bin damit ultra zufrieden. Echt, ich könnte mir meiner Meinung nach kein besseres Gaming-Headset vorstellen. Das ist für mich das beste Gaming-Headset. Ich kann, wie gesagt, alter Handy, fuck you, gleichzeitig an der Konsole auch anstecken und am PC auch. Hab auf beiden Plattformen, also am PC und auf der Konsole 7.1 Dolby Surround Sound und es ist ultra bequem, es ist verdammt leicht, wirklich, ich spüre gar nichts bei dem Headset. Mir hat das andere, ich habe es da oben hängen, SteelSeries Siberia VC immer an den Ohren ein bisschen wehgetan, ich glaube Hobner, er hat jetzt auch dasselbe Headset wie ich, ihm gefällt trotzdem das Sennheiser, SteelSeries Siberia besser, bei ihm sitzt das einfach besser, keine Ahnung warum, ist einfach bei ihm so. Wie gesagt, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden und wie gesagt, das ist für mich einfach meiner Meinung nach das beste Headset, ist auch offen, ich höre alles rund um mich herum. Das Mikrofon ist extrem OP, das kann ich auch gleich mal sagen, sicher eines der besten Mikrofons, das es bei einem Headset gibt, das kann ich euch mal, ich kann euch mal so eine kleine Aufnahme reinhauen da, das mache ich jetzt einfach mal kurz, deshalb sage ich jetzt mal einfach ganz kurz nichts. Jaja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder der Benny von den Tuig Buddies. So, ich glaube, jetzt war es dann genug. Jetzt habt ihr dann genug von der Aufnahme vom Mikro gehört. Also auf jeden Fall richtig ein gutes Mikrofon. Ich habe es mir genau deshalb geholt, weil ich wirklich, das Mikrofon ist für mich enorm wichtig. Und ja,
Dann, wie gesagt, Audio, man kann so gut Sound hören, ohne Scheiß, überhaupt kein Problem in Call of Duty Ghost. Du weißt genau, wo die Gegner kommen, es ist wie so ein kleiner Wallhack rund um dich herum, ein paar Meter, wo du die Gegner halt hörst. Abfucken tun natürlich die Leute mit Ding, Totenstille, die hört man natürlich wieder mal nicht, das ist natürlich scheiße. Und ja, wie gesagt, sonst Anschlussmöglichkeiten habe ich gesagt, ich habe mir, ist leider kacke, dass man das jetzt nur auf dem PC standardmäßig anstecken kann, ich habe mir dann dieses Dolby Surround Scheiß-Teil geholt hier von Turtle Beach und deshalb klappt das auch mit den Anschlussmöglichkeiten und sonst, wie gesagt, alles perfekt beim Headset, mir gefällt's, aber ihr da draußen müsst euch euer perfektes Headset selbst suchen. Nehmt die 6 Punkte her, macht euch eine Liste und dann irgendwie eine Wertung geben, wie wichtig ist euch das und das und dann guckt mal nach, ihr müsst sicher ein paar Stunden nach einem guten Headset suchen, dass ihr das Perfekte für euch findet. Das weiß ich nicht, ob das Perfekte für euch sein wird, denn es ist ziemlich teuer, 230 Euro das Headset alleine, dann noch 60 Euro der Dolby Surround Sound Prozessor, kostet schon eine Menge Geld auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wieder dauert schon wieder lang genug, ich habe gar nichts im Gameplay im Hintergrund gesagt, weil ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, was da hinten läuft. Ich denke mal, Nuklear auf Slums mit der Sky Age, am Ende sind die Gegner wieder Rage gequittet, das habt ihr ohnehin schon alles gesehen und das war, glaube ich, ein bisschen kürzer, deshalb wird da noch was anderes gewesen sein, irgend sowas, auf jeden Fall wird da kommen. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video zu meiner Meinung über das beste Gaming-Headset gefallen. Ihr müsst euch, wie gesagt, selber suchen. Wie gesagt, ich habe das Sennheiser PC363D, für mich das beste Gaming-Headset, was es gibt. Ihr müsst euch euer eigenes Gaming-Headset selbst finden, was für euch am wichtigsten ist. Denn, ja, für den einen passt das eine Headset am besten, für den anderen dieses. Und ja, in diesem Sinne, bewerten wir mal das Video nicht vergessen. Ciao, servus, haut rein! Welcome.